Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Skorpione, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurem Zwischenimpuls für März 2023. Für alle, die den Skorpion als Standzeichen haben, im Mond, Venus oder Aszendent. Wie immer, allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn es nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist am Start und wir legen heute mit dem Tod-Tarot, mit Erat Aliquando, mit dem Floralis Lenormand und natürlich gibt's noch eine Faol-Rune für euch mit dazu. So, und schon geht's los, liebe Skorpione, und wir schauen mal, was denn bei euch gerade an Energie im Feld ist. Was haben wir denn da für die Skorpione? Ja, nochmal so mischen. Jawohl, wir machen hier alles, was ihr mir sagt. So. Also, was haben wir bei den Skorpionen für eine Energie im Feld? Was? Das sind zu viele. Maximal 1 bis 2 Karten, bitte. Dankeschön. Jo, liebe Skorpione, also, wow. Der Tod und die 5 der Schwerter. Okay, meine Lieben. Ihr transformiert hier gerade eure Kriegerenergie. Der Tod steht immer für Stirb- und Werdeprozesse. Ist auch klassisch für euer Standzeichen, liebe Skorpione. Ne? Ihr seid ein sehr stark transformatorisches Standzeichen, ihr habt ganz viel mit Stirb- und Werdethemen zu tun. Das ist auch dieses Demaskierende, was die Skorpione eben haben. Ne? Ihr spürt genau, wenn jemand euch Masken gegenüber aufhat. So, und wir haben hier die 5 der Schwerter. So, und die 5 der Schwerter ist der Krieg ohne Sieger. Es mag in eurem Leben bisher wirklich viele, viele Situationen gegeben haben, wo ihr auf Messerschneide wirklich gekämpft habt, ja, um Dinge, die euch wichtig sind, die euch am Herzen liegen. Die 5 der Schwerter, das ist schon die Energie, wo man sagt, okay, ihr seid aus diesen Schlachten vielleicht siegreich hervorgegangen, aber wie das halt im Krieg so ist, es gab auf beiden Seiten Verluste. Ja, und deswegen ist die 5 der Schwerter der Krieg für mich ohne Sieger. Und hier stellt ihr euch gerade, das mag wirklich für euch so grundsätzliche Glaubenssätze angehen, wo ihr sagt, hey, okay, wofür bin ich wann bereit, mein Schwert zum Kampf zu erheben? Das ist wirklich so ein Thema, also es gibt in der schamanischen Arbeit, ne, arbeitet man ja auch mit Seelenaufstellungen und wenn man zum Beispiel so einen Kriegeranteil aufstellt, dann hat dieser Krieger eben die gesunde Aufgabe, dein Leib und Leben zu schützen, wenn es angegriffen wird und deine Würde zu verteidigen, aber in einem gesunden Maß. Und diese Energie nehme ich hier so wahr bei euch, liebe Skorpione. Ja? Und hier prasseln verdeckte Energie, 8 der Stäbe, hier prasseln eine ganze Menge Impulse auf euch ein. Und wir haben darunter noch die 8. Und die 8 ist die Karte der Gerechtigkeit. Ja, und wer meine Legungen kennt, der weiß, dass die 8 und die 11, also Gerechtigkeit und die Kraft, im Tarot gerne die Plätze getauscht haben. Und deshalb geht es bei mir bei beiden Energien um einen Ausgleich der Kräfte. Also auf euch prasseln hier ganz viele Impulse ein, die zu einem neuen Kräfteverhältnis führen, wie ihr in eurem Leben Balance und Gerechtigkeit herstellen könnt. Und natürlich seid ihr da eben dabei, die Schlachten der Vergangenheit mit den 5 der Schwertern nochmal euch anzuschauen. Und hier wird eben das ein oder andere transformiert und gewandelt. Spannende Energie. So, da schauen wir jetzt mal, was hier Erat Aliquando dazu ergänzt für die Skorpione. Was haben wir denn da? Was ergänzt hier Erat Aliquando für die Skorpione? Wow, die 7 Meilenstiefel. Also es geht auf jeden Fall ziemlich flott voran, liebe Skorpione. So.
So, dann haben wir die Taube. Wir haben die Störche, die Schmiede und eine ging noch unter den Tisch. So, und da haben wir den Baum der Welten. Gut, wow. Und die uralte Eibe als verdeckte Energie. Also, liebe Skorpione, ihr habt hier schon eine kraftvolle Energie am Start, ne? So, was ergänzt noch das Lenormand? Okay, da haben wir den Berg und den Fuchs. Okay. So, also, ihr seid wirklich mit den 7 Meilenstiefeln und der Spiegelung auf dem Baum der Welten in Windeseile unterwegs. Bisher für euch vielleicht sogar gegensätzliche Welten zu vereinen. Also als ob ihr selbst euch die Frage stellt, ist das, was ich bisher geglaubt oder als wahr anerkannt habe, ist das wirklich wahr? Der Baum der Welten, das ist so diese Energie von, wie Rumi sagt, jenseits von richtig oder falsch. Dort gibt es einen Ort, dort werden wir uns begegnen. Und ihr seid wirklich dabei, in so eine neutrale Beobachterrolle zu schlüpfen und zu sagen, aha, ich beobachte mal, wenn so viele Impulse auf mich einprasseln und ich hier ein gerechtes Urteil fällen soll, dann beobachte ich mal, wenn so ein Impuls kommt, was macht der denn auf den unterschiedlichen Ebenen meines Seins mit mir? Und ihr merkt mit den 7 Meilenstiefeln, dass euch die Selbstreflexion, die dadurch geschieht, immer schneller gelingt. Und dass ihr immer schneller zu einem stimmigen, ja, zu einer stimmigen Entscheidung für euch kommt. Ja, lohnt es sich, mein Schwert zu erheben oder nicht? Und euch fällt gerade auf, dass ihr an dieser Entscheidungsfindung in euch gar nicht mehr so lange arbeiten müsst. Ja, also das Vermissen und also die Schmiede steht für Arbeiten, an etwas arbeiten, das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Und mit der Spiegelung auf Vermissen sagt mir das aber, dass ihr merkt, dass dieser Bearbeitungsprozess in euch immer schneller geht. Ja, also sagt ja auch die 7 Meilenstiefel. Ihr seid hier immer schneller dabei, ja, dass ihr über einer friedvollen Kommunikation brütet, aber nicht lange. Ihr seid Blitzbrüter. Genau, das geht schnell. Also ich habe das Gefühl wirklich, das geht immer schneller und das sagt mir eben auch diese verdeckte Energie der 8 der Stäbe. Ja, hier ist vielleicht eine Menge in Bewegung und hier prasselt auch viel auf euch ein. Aber ihr merkt, dass ihr immer schneller erkennt, hat das jetzt mit einer alten Geschichte zu tun, wo ich jetzt etwas verändern kann? Oder ist das etwas, wo ich sage, ah, das ist alter Käse, kann ich befrieden und verabschieden? Und ihr werdet hier mit dem Berg und dem Fuchs, ist es zum einen, dass ihr eure Weisheit vielleicht nicht mehr so als Blockade oder als Hindernis empfindet, sondern als wirkliche Schläue. Ja, das ist so, ihr wisst genau, wenn euch jemand mit euch jemand ein falsches Spiel treibt, ja, dann kommt hier von euch eine Blockade. Kein Bock drauf. Ja, wenn ihr aber merkt, dass ihr euch vielleicht aus falschen Beweggründen hier eine Blockade aufgebaut habt, dann seid ihr auch gewieft genug, diese Blockade in euch selbst auszugleichen und abzuwandeln und aufzulösen. Das ist eine sehr, sehr spannende Energie bei euch, liebe Skorpione. Definitiv, diese ganzen Impulse, die hier passieren, die führen zu einem neuen Verständnis von Gerechtigkeit in euch. Und das fühlt sich für euch mit der uralten Eibe wirklich wie eine Portaldurchschreitung an. Ja, das ist wirklich so, als ob ihr euer Gesetzbuch neu schreiben würdet.
Hier werden neue Gesetze in euch verabschiedet, die für euch gültig sind. Also, ja, und es hat vielleicht lange an euch genagt, hier in diese Veränderung zu gehen. Und lange wart ihr vielleicht auch bewegungsunfähig und habt diese Veränderung noch nicht angehen können. Aber jetzt stellt ihr euch dem. Jetzt ist für euch glasklar, diese ganzen Impulse der letzten Zeit, die sollen die Schlachten der Vergangenheit transformieren. Und das führt euch wirklich in 7 Meilenstiefeln zu einem neuen Verständnis der Welten, der Verbundenheit der Welten und dessen, wann sich ein Kampf in Anführungsstrichen für euch lohnt. Jo, jetzt schauen wir mal. Welche Rune begleitet denn die Skorpione? Welche Rune begleitet die Skorpione? Jetzt habe ich sie. Die Lagus. Ja, die Lagus, das ist das Wasser, das Gefühl. Und diese Lagus, wenn man sich die aufs dritte Auge zeichnet, hilft diese Lagus einem, die eigene Wahrheit und Weisheit zu erkennen und auszusprechen. Und ich glaube, das ist das, was bei euch hier passiert, liebe Skorpione, dass ihr wirklich eurer Wahrheit und Weisheit folgt und euch davon damit fließt. Also ihr fließt mit euch, in euch und durch euch selbst. Krass. Ja, das war eure Botschaft als Zwischenimpuls. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sagt ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder dieses Video teilt. Fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.